Guten Morgen oder Abend, liebe Freunde des gepflegten Videospiels. Hier ist wieder euer Arthur Senna mit Let's Play Final Fantasy The Crystal Chronicles Ages of Time. Und ihr seht, ich habe mein Equipment ein bisschen überarbeitet. Sieht schick aus, ne? Ich im Dragonerkostüm. Und ja, kann man mal kurz zeigen. Episch. Ich bin total episch. Die anderen sehen nicht so toll aus. Ha. Aber da haben wir das Cellkeyword geändert. Denn ich bin immer so faul zum Warten, von daher wird er jetzt mal umgeändert. Und zwar, der gute Kiro Yoshiro sollte sie erkennen, die Person, deren Namen diese Cellkey jetzt bekommen. Meine Güte, wo ist denn das denn da? Kia. So, willkommen in der Truppe. Damit haben wir Rio, Nagi, Kia und ja. Für diese kleine Selki habe ich noch keinen Namen. Selki, boah, Lilti. Meine Fresse, ich bin heute richtig doof, ne? In der letzten Folge habe ich Ewigkeiten damit verbracht, Mets zu sammeln, damit ich mir die ganzen Ausrüstung näher machen kann. Feuer oder Frostmassiv? Feuer oder Frostmassiv? Wir gehen Feuermassiv. Weiß gar nicht mehr, was hier eigentlich war. Egal. Einmal töten. Bin ich schon verstärkt und mache immer noch so wenig Schaden. What the fuck? Okay. Ich krieg derzeit irgendwie nicht genug von dem Spiel. Und ja, das letzte Mal, als ich ja gesagt habe, die Speicherfeile sei verschwunden. Leute, ich könnte mich selbst ohrfeigen. Das war meine eigene Dummheit, warum ich sie nicht gefunden habe. Ich habe zwei Spiele von der Sorte. Ja, ich habe zweimal Crystal Chronicles. Wenn ihr jetzt sagt, ey Rio, du bist hier voll dumm, warum hast du das zweimal, nicht nur einmal? Das lag daran, dass meine alte ROM nicht funktioniert hat. Und ich mir eine andere geholt habe. Und die habe ich dann unter Crystal Chronicles gespeichert. Und die Original-ROM quasi unter Final Fantasy, The Crystal Chronicles. Also habe ich da nicht drauf geachtet. Und logischerweise, dann immer wieder die falsche geöffnet. Also das Spiel Crystal Chronicles. Final Fantasy, The Crystal Chronicles, ich hab's mit dem ganzen Titel. Und als ich vorhin das mal nachgecheckt habe, ich dachte, what the fuck, das Spielstand ist ja schon wieder weg, was soll das? Ist mir aufgefallen, dass ich das Spiel zweimal habe. Und auch wohin der offenbar ominös verschwundene Spielstand hin ist. Hätte ich nicht da rein zufällig die Fall gesehen, würde das Let's Play bis heute nicht weitergehen. Das ist ein Mimik, da bin ich mir sicher. Ja, das ist ein Mimik. Mimics haben meistens Rezepte oder seltene Mats bei sich oder Edelsteine. Wobei ich mir auf einen EP-Manit gehofft hätte. Naja, gut, kann man nicht ändern. Whoopsala. Fällt das runter? Nö, spätestens jetzt wäre ich runtergefallen. Frost. So, und jetzt kill ich dich. Stirb. Du bist tot. Ich bin in dem Spiel voll der schlechte Kommentator. Oh, was zum Ficken, das Ding bewegt sich ja. Willst du mich verarschen? Komm wieder zurück. Aha, Plattform for the win. So, eins und zwei und da kommt Monster. Jepsa! So, die töten wir erstmal. Level 24 und ich krieg erstmal voll fett einen in die Fressluke. Fick dich. In your face. Und auch Nagi erreicht Level 24. Das ist Flammbazille, Groffel. Nagi, Wortwitz. Ja, ich glaube, ich kann da runtergehen. Die Dinger fallen aber... Nein! Oh, das habe ich jetzt nicht gesehen. Scheiße. Die Kamera ist aber auch schwul. Wird das runter? Nö. Okay, gut. Nehmen. So. Klein Rio ist neugierig. Machen wir das auf. Cheating for the win. So, was ist hier drin? Monster. Toll. Irgendwas Wertvolles? Okay, cool. Kia ist Level 24. Bin ich mit einverstanden? Kia, du bist gerade... Dankeschön, Kia. Dankeschön. Ja, hier ist Bells for the win. Greift doch das dumme Viech an. Seid ihr alle so behindert, oder? Boah, es gibt doch nicht mehr. Party ist nutzlos. Und ich habe mir wenigstens von Kia was versprochen. Nein, natürlich auch von Nagi. So gemein bin ich ja nicht, ne? Wäre noch schöner. So, springen. Ihr seid ja auch wieder da, ihr Penner. Was wollt ihr denn von mir? Put. Put. So, gib mir das, gib mir das, gib mir das, gib mir das. Gib mir all your love. Gib mir... What the fuck? Was machst du denn da? Ey, du triffst ja auch noch. Fick dich. Stirb. Episch. Ich habe mir das Ding in die Klöten geboxt. Ja, das ist Let's Play Skill. Und das war unepisch. Ich denke immer, der Rücken von den Viechern ist ihre Schwachstelle, aber die haben keine Schwachstelle. Das sind stinknormale Monster.
So, da oben müssen wir später mit dem Wasserfass ran, aber ich habe gerade keins. Das finde ich irgendwo den Weg da rechts rauf, den man gerade nicht sieht, da die Kamera so scheiße ist. Wer zaubert denn da schon wieder? Wer kann die Finger da nicht vom Zauberstab lassen? So. Gut. Oh Gott, bin ich dämlich! Ja, Zaubereis braucht. Eis ist so die Universallösung, weißt du? Da gibt's ein Heilfass, das ist sehr schön. Kommt mal mit, ihr Nasen. Schön durchlaufen. So, die sind wieder halbwegs gefüllt. Gut, dann können wir weiter. Ah! Voll in den Felsen. Noch einer? Nee, aber Monster. Oh, mich hat doch was getroffen. Sterbt! Wo lebt's denn noch? Ey, sag mal, der ist doch mit blanker Absicht auf mich zugerollt, oder? Finde ich nicht fair. Ja, nochmal zu der Sache von wegen, dass ich einfach so benannt habe, ich bin so faul zu warten, außerdem dachte ich mir so, bis ich die Videos hochgestellt habe, also das habe ich gedreht, während die ersten drei neuen Episoden noch gar nicht oben waren, wird sich hier ewig dauern, bis sich jemand meldet. ATK-Verstärker, sehr schön, jetzt hat mein Selkie ein bisschen mehr Angriffspower. Und ja, oh fuck, ich bin nicht so der Typ, der gerne wartet. Die Dinge hier können wir nicht heben, wie ihr seht, kippen wir einfach so um. Ach so, plump. Die können wir nur heben, wenn wir Kristallpower haben. Das heißt, wir müssen erst weiter im Spiel voranschreiten, bevor wir die tatsächliche Kraft haben, um so ein Ding hochzuheben. Und die kann man mit Hilfe dieser seltsamen Platten aktivieren. Und wenn mein Gefühl sagt, dass ich irgendwas vergessen habe mitzunehmen, ist egal. Wahrscheinlich irre ich mich mal wieder. So, da kloppen jetzt aber, bis die Dinge aus den... bis da die Plattformen aus der Wand rauskommen. So, und jetzt rauf da. So, hier gibt es nämlich einen Schatz. Geh weg, nämlich mit dem Feuerenektid. Ups, darüber. Yes, ich habe sogar getroffen. Nicht gezielt, aber ich nenne es trotzdem Skill. Level 25, auch nicht schlecht. So. Und... Kia hat 25... Alter, warum sind die anderen denn tot? Seid ihr behindert? Oh, die sind heute mal wieder zu dämlich für alles. Fick dich, geh weg, geh weg, geh weg. Nein, bloß nicht. Oh Gott, bitte nicht. Ah, pff. Das ist das Blöde, man vertippt sich gerne bei diesen Umschaltdingern, weil ich gewöhnt bin, das mit dem DS-Stift zu machen, aber ich habe ja keinen DS. Fick dich mal. Stift. Sondern muss das mit der Maus machen. Mit der Maus ist das etwas asslig. So, Magie auf Revive ändern. Ring. Ach fuck, das klappt so nicht. Ja, Zauber auslösen. Kommt ihr jetzt mal hier, ihr Nasen? Alle! Warum kommen denn nur die Toten? Hat die Selkie irgendwelche Probleme? Kia, was machst du da unten, du blöde Kuh? Meine Fresse, geht doch. Ja, unterbrech einfach meinen Spell. Danke, dich heile ich auch nicht mehr, blöde Kuh. Nichts gegen Kia, aber Kia ist zu hoch. So, wo haben die Plattform? Geht's noch etwas schneller, damit ich vor dem St. Nimmerleins-Tag zu Hause bin. So, das ist eine Schleife, und zwar Asbesthaut, und ich verbrenne. Kommt davon, wenn man nicht aufpasst. Was genau diese einzelnen Dinge bewirken, sind irgendwelche Stats-Boosts, aber ich wüsste gerade nicht. Hallo, unternehmt ihr mir mal was? Ich werde angegriffen. Was ist los mit euch? Warum tut ihr nichts? Fokusdeckung. Ja, toll. Ey, ich frag mich gerade echt, warum man... Dumm. Oh nein, 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 nicht ausgehen. Nein! Och man. Es läuft einfach mal wieder gar nichts. Komm wieder zurück, Plattform. Komm zu mir zurück. Los. So, und jetzt hier kein Gefehle mehr, sondern... Wupsala. Ich hatte gerade einen Lack. Geschafft. So, aber warum zum Giebel tut ihr denn nichts? Warum seid ihr denn so blöde und macht überhaupt nichts? Verteidigen habe ich, okay. So, dann schalte ich ihm auf von allen etwas. Dann müssten sie überhaupt irgendwas mal unternehmen. So, das Fass, was ist da drin? MP-Heilung, ja gut, meinetwegen. Los, hol dich was davon ab. So, was war hier noch? Alle Monster töten. Schön. Er hat nichts Besseres zu tun, ne? Ich meine, die... Ein verrückter Wissenschaftler wird wahrscheinlich versuchen, die Welt zu zerstören. Oder so, aber... Ach ja, ach mein Gott, jetzt fällt mir das gerade wieder ein.
Es gibt ja noch... Au! Es gibt ja Stats-Zauber. Die habe ich gar nicht angewandt, aber ich habe die meisten eh vergessen. Hätte es mir aufschreiben sollen. Vielleicht kriege ich ja sogar einen hin, oder? Wie waren das? Ich glaube, der hier und Feuer. Nee, das war Seismos. Nein. Dann... Hä? Oh Gott. Okay, Konzentration. Damit schalte ich den Zauber um. Also, Feuer. Und Sanitas ergeben Barriere. Hey! Seht ihr? Ich habe kaum noch Schaden erlitten dadurch. Ach, ich bin so episch. Es gab noch einen Zauber. Ich habe zu wenig MP. Den kann ich jetzt nicht ausführen. Den wollte ich gerne mal demonstrieren. Wo ist denn das Ding? Ach, da oben. Das ist... Ach, wie hieß denn der? Hass, glaube ich, war das. Also... Ach nö, ich kann nicht mehr zaubern. Kein Feuer mehr. Ah, MP. Gut, machen wir das Ding dann mal auf. So, jetzt kann ich überlegen, wie ging der Zauber? Ich glaube... Also, die... Hier die drei elementaren Zauber, Feuer, Eis und Blitz, bewirken Angriffszauber. Und die unteren drei bewirken eben Verändernde. Wobei Vita in keiner Kombination möglich ist, außer... Okay, jetzt darf ich schneiden kurz. So, Asynchronität vermieden. Was soll ich sagen, genau. Also Vita ist der einzige Zauber, der nur mit sich selbst Vita, Vitra, Vitaga und Vitaka kombinierbar ist. Wobei Vitaka die höchste Stufe ist. Es gibt keine bessere. Man kann auch Meteor zaubern, wenn man es richtig anstellt. Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffen könnte. Ich müsste vier... Ne, ich müsste vier Zauberringe sammeln. Das kann ich nicht. Aber ich probiere mal. Warte, nein. Ich brauche, glaube ich, Blitz und... Nein. Ach, mein Gott. Konzentrier dich, Junge. Blitz. Zack. Das war's. Toll. Hast du gerade mal 5 Sekunden? Was ist das denn für Arsche? Ja. Wie schon gesagt, ich verbrenne erstmal in der Lava. Okay. Ja. Hast funktioniert, wenn ihr Blitz und Sanitas kombiniert. Blitz und Sanitas. Dann bekommt ihr den raus. Ich muss mir das mal alles aufschreiben. Vielleicht will ich mal die Beschreibung posten, wenn ich wieder alle Kombinationen weiß. Ich weiß, alle Zauber außer Vita, also Feuer, Eis, Blitz, Leben und Sunny bringen Meteor. Oder? Nein, die... Ach nee, Blödsinn, was laber ich? Feuer, Eis, Blitz und Vita bringen Meteor. Und alles außer Vita in einer beliebigen Reihenfolge, am besten von oben nach unten, bringt Meteaga. Da fliegen 5 Meteoriten vom Himmel, die massiven Schaden verursachen. Das war jetzt nicht sehr nett, weißt du? Triffst du mal? So, gib mir deine Sachen. Meine Güte. Die Episode heute ist nicht gerade wirklich von Ruhm gekrönt. Aber hier gibt es wieder was zum Heilen. Das ist schön. So, hier gibt es, glaube ich, einen Schatz zu holen. Ja. Und ich Nerd werde nicht mehr rankommen, weil ich zu doof bin. Aber ich kann ja mein Partymitglied hier abstellen, auf dass sie so intelligent sind, stehen bleiben. Und hier scheint eine kleine Schatztruhe. Und darin befindet sich ein Jaspis. Jaspis, also hellblaue Edelsteine, dienen rein dem Waffenlevel. Also wenn man die eine Waffe einbaut, erhöht sich das maximale Level von. Beim Trainieren, also dadurch wird sie noch stärker. Den besten Edelstein gibt es bei Geldes, also den finalen Boss aus Final Fantasy Ring of Fate. Den können wir in diesem Spiel tatsächlich bekämpfen. Aber erst später im Spielverlauf. Ich muss noch mehr Kristalle sammeln und so. Allerdings ist der Typ richtig hart. Also ich habe, wo ich das erste Mal gegen ihn gekämpft habe, gnadenlos abgestumpft, weil er mich fertig gemacht hat. Aber er kann ganz eventuell Ryoku... Au! Den Ryoku droppen. Oder wie der heißt. Also ich glaube mal Ryoku. Und ja, das erhöht die maximale Ausrüstungsstufe eines Gegenstands um 20. Und das Maximale ist 30. Das heißt, man kann, wenn man einen davon trägt, die Waffe eigentlich schon fast aus Maximum upgraden. Au. Stirb, bitte. Lichtpartikel. Gut, die brauchen wir später. Für bessere Rüstungsteile. Ringel, Ringelreihe, ich hau dir... Au! Pff, meine Fresse. Steh auf. Ah, wo kommst du denn her? Stirb.
Oh, ich hab getroffen. Muss man auch mal schaffen, ohne zu zielen. What the fuck? Cool, die Felsen arbeiten für mich. Und der Typ fliegt gleich in die Luft. Weg, 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 weg. Au! Hui, hui, hui. Die werden reihenweise über den Haufen gerollt, ey. Ich muss mich nicht mehr anstrengen, um sie zu töten. Ist das nicht schön? Stirb, 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 stirb. Ha! Au! Oh, was ist das? Okay. Die Blöcke können wir auch erst aktivieren, wenn wir Kristallpower haben. Also im Moment ist mir dies noch nicht erlaubt. Möglich. Machbar. Und ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ich bin so ein Trottel. Egal, das ist eh der letzte Bereich. Und dann kann ich mal auf die Uhr glotzen. Denn hier bekommen wir, was wir suchen. Level 26. Suchen wir zwar nicht, aber bin ich auch mit einverstanden. So, komm her. Es wird hier um die Wette gepokt. So, ich glaube, ich könnte jeden Barriere casten. Wie ging das nochmal? Den und... Ja, cool. Nein, das war... Oh, den will ich mal ausprobieren. Bam! What the fuck? Wir haben den Kopf über der Luft festgefroren. Was zur Hölle? Meine halbe Party wird schon wieder ausgelöscht und aus irgendeinem unerfindlichen Grund kommen meine Leute nicht auf die Idee zu heilen. Warum? Ah, okay. Verteidigen ist wohl doch das Stichwort. So, stirb. Oh, Moment, da gibt's noch einen Zauber, den ich gerne ausprobieren will. Und zwar den und den. Hä? Nein, das war Gravi. Ach so, ja. Falsche Kombi. Und ich kann nicht mehr zaubern, ich brauche MP. Komm, hier war noch irgendwo ein Fass. Wo war das? Menno. I wollte zaubern. Ah, ich brenne. Warum brenne ich? Geh her. Warum? Ach fuck, ich bin in der Lava. Ach Gott, bin ich blöde. Geh. Ach komm, geh kaputt. Wow. Ja, deine Mutter hat zu wenig MP. Boah, epic. Gewonnen? War's das? Können wir weiter? Kriegen wir bitte schon den Kristallsplitter? Denn ich weiß, dass wir hier einen kriegen. Derweil will ich noch einen epischen Abgang machen mit meinem Klabert. Wo war's denn? Cool, ne? Und der nächste Kristall kann splittern, unsere Obhut. Mich hat irgendjemand angeschrieben, das trifft sich, denn dann kann ich kurz schneiden und nachgucken. So, wir haben 2 von 5 Kristallsplittern. Der dritte wartet uns hier, aber ich schneide kurz wegen der Zeit. Bis gleich. Okay, ich habe nachgecheckt, also wir sind schon bei über 17 Minuten, von daher, ja, schneide ich hier und es wird wahrscheinlich jetzt eh asynchron sein, weil es zu lange geleckt hat, das ist gut. Ja, das nächste Mal sehen wir uns dann im Frostmassiv und bis dann würde ich sagen, Briato, klingt sich aus. Bis dann, ciao.